Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto 4. Wir machen direkt weiter und springen hier über dieses Geländer, denn es ist schnell, die Treppe zu benutzen. Und ja, ich habe ja ein Polizeiauto ergattert. Ich bin ein echter Rabauke in der Bart Street. Bart Simpson und so. Ja, jetzt machen wir erstmal eine Mission, wie ich beim letzten Part versprochen, von Michael Faust. Okay, du, mein Freund. So, verarscht ihr mich jetzt eigentlich? Okay, also folgendes. Du bist tot. Das war eigentlich auch schon alles. Du lebst noch? Du hast mich angefahren. Stirb. Hier. Ich park noch ein anderes Auto auf dir drauf. Kannst du haben. Überhol doch nicht! Mein Gott, du Krüppel! Dummer Mensch. Du kannst mich doch nicht überholen. Du weißt doch, was dann passiert. Du kannst doch nicht einfach so überholen, wenn ich dabei... Ne? Ne? Die fahren alle wie die letzten Vollidioten hier. Es ist unglaublich. Ich bin der einzige Mensch in diesem Spiel, der gut fahren kann. Das ist... Warum kann ich so gut fahren? Ich meine, meine Lenkkünste sind ja wohl wirklich das Größte, was ich... Also jemals. Und... Ja... ja, ich bin die Müllabfuhr. Das geht, wenn ich komme, geht das alles ein bisschen schneller. Und ja, wie man sieht, sind meine Fahrkunst immer noch das Beste, was der Markt zu bieten hat. So, dem fahre ich die Haustür ein und dann sind alle fröhlich. Rigged to Blow heißt die Mission. Und wir klingeln. Klingel schneller! Ich glaube, in der Kazin halte ich dann erstmal die Fresse. Okay. Bis gleich. Should I wait outside? No, no, come in. Oh, thank you. You're welcome. Sit down. Thank you. You want some tea? Sure. Michael doesn't let me use this anymore. Okay, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich die epischste Teekanne, die ich jemals gesehen habe, aber auch irgendwie die bonzenhaftigste. Oh yeah. I know what you're thinking. It's a bit funny coming from him. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. He made me happy. But then something changed years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me that I did not see it in him. Or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village, and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Huh. Well, I don't know about that. Привет, Лена. Привет, Ма. What is that? I tell you one thing and you ignore me! You stupid bitch! Nico Bellic, baby. Good to see you. Hey, you too. What did you want? I want you to teach people to listen to you. You want him to get us the money. Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! So, what do you want? This prig who owes me money,
owns a garage in Chase Point. I want you to pick up a truck and take it to him. Call me when you get to the truck. It's in Schottler on Montauk Avenue. Go. Get out of here. Ja, ich würde sagen, das war eine sehr geile Cutscene und man hat viel über Nikos Geschichte erfahren und auch über die Leute, die um ihn herum leben. Ich finde das cool. Und jetzt müssen wir... Wow, 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 lass den Kaffee fallen. Lass den Kaffee fallen. Denk nur, der hat mich ignoriert. Moment, Moment. So geht das nicht, mein Freund. Komm hier, hier. Bam. Komm her. Was bist du denn für einer? Werd ich doch. Bam. 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 In die Fresse. In die Fresse. Und noch ein... Wow, wie hast du den denn daneben gehauen, Nico? Das war ja... Und der Typ hat kein Geld dabei. Der Anzugsfritze. Ja, das ist doch... Erstmal den fetten, whatever, Ferrari. Keine Ahnung. Das soll ein Ferrari sein, klauen und wegfahren. Upsi. Ja, das ist nicht meine Schuld. Wer hat den Stein dahin gestellt? Warum liegen hier überall Mülleimer auf der Straße? Das ist was, als ob einer durchgefahren wäre. Die dann alle auf die Straße geflogen werden. Und jetzt hat jemand das Licht ausgemacht. Das ist... unerhört. Folgen wir einfach den Markierungen. Warum kann ich das Ding nicht umfahren? Das wäre so eine schöne Abkürzung gewesen. Was ist das denn? Ein Kranwagen. Ach du Scheiße. Boah, Handbremse, Handbremse. Boah, ja, ja, boah, was ist das denn bitte für ein Bürgersteig? Da kannst du ja das Auto dran kaputt fahren. Das war ich nicht. Das war der Typ, der... Nein. Ich muss was nicht machen. Könnte ich gar nicht. Dafür bin ich ja viel zu lieber mehr. Gerettet! Gerettet! Epic Win! Ohne lange Gerade. Da kann das Ding jetzt erstmal tierisch abzischen. Njom. Steck in den Truck. Rückwärtsgang. Woo! Perfekte Einparkkünste. Habt ihr das gesehen? Oh, ich freue mich schon auf meinen Führerschein im echten Leben. Ihr wahrscheinlich nicht, falls ihr mir jetzt auf der Straße begegnen werdet. Aber jetzt rufe ich hier den Michael an. Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, trigger the explosives. Should blow up good. Maybe you be careful on the drive over. It's pretty volatile stuff. Explosives? What the fuck? Calculating routes. Explosives? Das findet Nico aber gar nicht cool, du. Erst mit einem Typen mit einem Truck überfahren. Yay. Ich liebe es zu sehen, wie der Verkehr in der GTA nicht funktioniert. Weil die Leute zu dumm sind, eine Tankstelle zu bedienen, ist jetzt die ganze Straße blockiert. Das ist fast wie im echten Leben. Dumme Menschen machen dumme Sachen. Aber das Ding ist so langsam. Ich möchte einen Ferrari-Sprengstoff-Truck. Warum gibt's sowas nicht? Was soll das grüne Lämmchen? Ah, genau. Stimmt, daran erinnere ich mich noch, als ich das Game gespielt habe. Damals, einmal. Das blinkt, wenn ich beschädigt bin. Deswegen muss ich aufpassen. Oh mein Gott, der Truck hat ein GPS. Warum kommt hier eigentlich so komische Jazzmusik? Was gibt's eigentlich noch? Fusion. Was ist das denn? Okay, ja, jetzt sieht man's. Miep, 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 miep. Verpiss dich! Du blöder Affe! Fahr doch! Oh, hier kommt nur so Werbung, es will doch keiner haben. So ein bisschen Classic Rock. Oh mein Gott, Fernlicht. Jetzt blende ich alle mit. Jetzt blende ich meine Verkehrsteilnehmer. Und dann fucken die sich alle ab. Was will der? Nico, drum
Oh mein Gott! Wie kann ein einziger Mensch mich so abfacken? Out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin. Oh mein Gott, wenn ich Nico werde, den Typen schon so verprügelt. Geht mir doch aus dem Weg! Was sind das für dumme Menschen? Verpisst euch doch alle! Jetzt muss ich hier die Ecke. Was ist das für eine Kurve? Wer hat diese Stadt gebaut? Das ist die dümmste Kurve, die ich je gesehen habe. Verpisst euch doch! Oh mein Gott! Du sollst dich verpissen! Oh mein Gott, diese Menschen sind so dämlich! So einen Typen überfahren. Okay, und jetzt? Eben die Bombe scharf zu machen. Lauf, Nico! Lauf doch weg! What the fuck? What the fuck? Boom! Na, wer kennt die Meme? Erzählt es mir. Gibt es zu. Ich finde das auch witzig. Yo, du! Es ist mein Auto. I'll rip your balls off, motherfucker. No love lost. Ja, das speichern wir erstmal ab und dann fahren wir los mit unserem extremen Pimp-Auto. Moment, das da ist noch pimpiger. Jetzt sind da aber die Bullen, na, es ist mir aber auch egal. Ja, ruf ihn halt an. Was geht? Der fährt das Auto einfach weg. Bla bla bla, das muss ich mir nicht anhören. Scheiß ich drauf. Dass du mir nicht erzählst, dass ich keine Eier in der Hose habe. Ja, ich bestehe praktisch nur aus Eiweiß. Verpiss dich! I'm fucking dead man, Candelo und irgendwas auf Spanisch. Was laberst du? Was laberst du? Was für Spanisch, Alter? Sprich kein Spanisch. Sprech nur me gusta. Senior Griffin, no here. Was? Nico, it's Roman. I was talking to Brucey. The android monkey? He is a good friend of mine. I'll be a good friend of yours too if you let him. Anyway, he's got some work and we are in need of money. Meet him at Brucey's executive office on Mohana's in Eastbourne. If Mallory calls you, we are bowling together. See you later. Sag mal, könnt ihr euch nicht einordnen? Was? Sogar ich weiß, dass das tierisch dumm ist auf dem Straßenverkehr und ich bin 15. Okay, ich werde in einem Monat 16, aber. Bla, bla, bla. Ich fahre jetzt erstmal zurück und dann speichere ich entweder das und auf dem Weg, dann kann ich auch noch Party machen. Ihr müsstet euch bei mir. Ich werde demnächst eine Entscheidung machen. Zwei Entscheidungen. Wie ihr das Let's Play generell haben wollt. Ich habe mir bisher überlegt, dass es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ich push die Story komplett durch. Das ist die erste Möglichkeit, das entscheidet ihr. Entweder ich push die Story komplett durch. Einfach nur die Story, einfach jede Mission, dann fertig. Oder ich mache nebenbei noch anderes, zum Beispiel wenn ich Bock drauf habe, cruise ich einfach ein bisschen rum oder verprügle irgendwelche Menschen oder fighte mit der Polizei, sowas in die Richtung. Die dritte Möglichkeit habe ich vergessen, aber das sind so die beiden wichtigsten Möglichkeiten. Ihr könnt ja schon mal schreiben, was ihr davon haltet in den Kommentaren. Werdet ihr wahrscheinlich eh nicht machen, weil nie einer das Video bis hier hinguckt oder so, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne euer Videoguckverhalten nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich gerade hinfahre, stimmt ihr nach Hause. Immer das ja immer, wenn man Let's Play, ne, dann vergisst man über das Reden, manchmal das Spiel, manchmal auch andersrum. Mit dem Typen habe ich überfahren. Yay. Oh mein Gott, das Ding fährt sich wie so ein Ziegelstein, das ist unglaublich. Naja, eher wie so ein Ziegelstein, den man mit irgendwelchem Schleim eingerieben hat und der rutscht dann über die Straßen. Ich meine, guck dich das an.
Das ist doch kein normales Fahrverhalten. Ey du, ey du, ey du. Stehst du nochmal auf? 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 Okay, dann nicht. Und Handbremse! Okay, das war verdammt cool. Das, oh mein Gott, das war richtig Imba. Das war, oh mein Gott, das war geil. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, stimmt darüber mal ab. Und das ist dann das Ende von diesem Part. Und ich glaube, ich habe auch für heute erstmal genug aufgenommen. Die zwei Parts dürfen reichen. Und dann bis zum nächsten Mal, weil greift er sich da gerade an die Eier. Aber jetzt habe ich... Ja. Sack checke. Sack check. Kaya Jana, sack check. Kennt ihr? Kennst du? Egal. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Grand Theft Auto 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen.